Was mich am Kladek-Tanzsystem begeistert, ist zum einen seine Klarheit, die es für Bewegung und Tanz schafft, und zum anderen die Bewegungsqualität, die durch die sinnliche Erfahrung der Bewegung erreicht wird. Rosalia Kladek hat von 1905 bis 1995 gelebt. Sie war eine der wenigen, die für den freien Tanz ein grundlegendes Tanz- und Bewegungssystem geschaffen hat, welches auf anatomischen Gegebenheiten und physikalischen Gesetzmäßigkeiten beruht. Der Schwerpunkt ist ein physikalischer Punkt in der Körpermitte. Wird er innerhalb der Unterstützungsfläche verändert, sprechen wir von der Gewichtsverlagerung. Wird er über die Unterstützungsfläche hinaus verlagert, sprechen wir von der Gewichtsübertragung. Er kann in geraden Wegen durch den Raum bewegt werden, in kurvigen Wegen. Er kann gedreht werden. Er kann zum Springen und zum Federn gebracht werden. Er kann die Ebenen verändern. Und auf ganz unterschiedliche Unterstützungsflächen übertragen werden. Bei den Bewegungsansätzen unterscheiden wir periphere von zentralen Bewegungen. Rein periphere Bewegungen sind Bewegungen von Armen, Beinen und Kopf. Die Peripherie kann dabei gehoben, gesenkt, geschlagen, fallen gelassen, entwickelt, aufgelöst, aufgebaut, abgespannt und geschwungen werden. Periphere Bewegungsansätze verändern die Lage im Raum und die Form des Körpers. Dabei untersuchen wir die funktionell-organischen Bewegungsverläufe im Körper. Beispielsweise führt das Ein- und Ausrollen der Arme zu einer Beeinflussung des Schultergürtels, die wiederum die Halswirbelsäule, den Kopf, die Brustwirbelsäule, das Zentrum, das Becken und die Beine beeinflusst. Da ya da da di da da ya da da di da da ya da da di da ba wa.
Lös auf. Periphere Ansätze können den Körper zum Rollen bringen. Im Stand zum Drehen. Zentrale Ansätze im Unterschied dazu beginnen in der Körpermitte. Unter der zentralen verstehen wir ein muskuläres Band, das die Körpermitte umspannt. Nicht zu verwechseln mit dem Schwerpunkt. Die Zentrale kann verschoben werden. Und sie kann zusammengezogen werden. Sie können in Sprüngen und Drehungen angewendet werden. Der Bewegungscharakter ist kraftvoll und emotional. Beim gleichförmigen Körperverhalten werden die Gelenke ganzkörperlich fixiert. Dadurch behält der Körper seine Form bei. Diese Form kann in Bewegung gebracht werden durch Gewichtsverlagerung, Kippen, Drehen, Springen, oder Veränderung der Ebene. Der Bewegungscharakter ist starr und fest. Im Unterschied zum weichen Charakter des durchlässigen Körperverhaltens. Auch hier untersuchen wir den funktionell-organischen Verlauf, hier am Beispiel des kurzen Beinhebels. Die Veränderung der Beine verändert die Beckenstellung, die Wirbelsäule, die Lende, die Brustwirbelsäule, den Schultergürtel, den Nacken und den Kopf. Wird die Bewegung größer und impulshafter ausgeführt, sieht es so aus. Mit einem fixierten Körperverhalten würde es so aussehen. Spannend wird es, die beiden Körperverhalten zu verbinden. Die Kraftausschaltung gehört zur Spannungsveränderung, die ebenso dem Körperverhalten zugeordnet wird. Die Spannungsveränderung ist ein Spiel zwischen Schwerkraft und Eigenenergie. Wenn die Eigenenergie ausgeschaltet ist, sind wir in der totalen Passivität. Wird die Eigenenergie wieder aufgenommen, dann lenkt sich der Körper in seinen Achsen. Er strafft sich und wird länger, schmäler und leichter.
Wird die Eigenenergie wieder aufgegeben, lässt der Körper nach. Er wird schwerer, kürzer und breiter. Die Spannungsveränderung kann in unterschiedlichen Lagen oder Ebenen durchgeführt werden. Speziell an der Kladek-Technik ist die Umspielung der Achse im Bereich der Wirbelsäule bei Spannungsabnahme. Dabei untersuchen wir ebenso die unterschiedlichen Verläufe aus unterschiedlichen Ausgangsstellungen. Einmal einseitig unterstützt über einem Standbein, oder doppelseitig über beiden Beinen. Im freien Bewegungsfluss ist der Bewegungscharakter energetisch dynamisch. Der ständige Wechsel zwischen Spannung und Entspannung und das Spiel zwischen Schwerkraft und Eigenenergie führt zu natürlichen Verzögerungen und Beschleunigungen in der Bewegung. Der bewusste Einsatz von Körperverhalten und insbesondere die vielen Nuancen in der Spannungsveränderung führen zum tänzerischen Ausdruck. Die stimmliche Begleitung nimmt in der Vermittlung des Kladek-Tanzsystems einen großen Stellenwert ein, da es sich um eine induktive Lehrmethode handelt. Das heißt, wir Lehrenden vermitteln über verbale Anweisungen und gezielte Fragestellungen und lenken den Fokus der Schüler und Schülerinnen auf die Körperwahrnehmung dieser Bewegungsverläufe. Die anschließende Analyse der Bewegungszusammenhänge macht diese dann verständlich. Die Stimme ist dabei in ihrer Klangfarbe, Tonhöhe, in ihrer Spannung und Lautstärke ein optimaler Begleiter für die Bewegungsausführung. Und da ja da 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 ba 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 ja ta 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 wa da ja da ja da ja ba 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 da ja ba 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 wa da ja. Go on. Gleichförmigkeit. Durchlässigkeit. Periphere Bewegungen. Schwerpunktsveränderung. Spannungsveränderung. Zentrale Bewegungen. Das höchste Ziel
des Kladek-Tanzsystems und seiner Lehrweise ist allerdings nicht alleine die Förderung von Beweglichkeit und Durchlässigkeit oder das Bewusstmachen von funktionell organischen Bewegungszusammenhängen, sondern das Erfahren neuer Bewegungsdimensionen, die den tänzerischen Ausdruck erweitern. Um es mit den Worten von Kladek selbst auszudrücken, den eigenen Körper als vollwertiges Tanzinstrument heranzubilden und darüber die schöpferische Persönlichkeit zu entwickeln. Und dieser schöpferische Prozess beginnt in der Improvisation und führt zur Choreografie mit unendlichen Ausdrucksmöglichkeiten.